When I first saw 2001, I didn't like it, and I was very disappointed. And then 3 or 4 months later, I was with some woman in California, and she was telling me what a wonderful film it was, and I went to see it again, and I liked it a lot more the second time I saw it. And then a couple of years later, I saw it again, and I thought, gee, this is really a sensational movie. And it was one of the few times in my life that I realized that the artist was much ahead of me. Ich hätte es ja nie für möglich gehalten, dass ich Woody Allen mal in allen Punkten hundertprozentig zustimmen muss. Aber er bringt es hier perfekt auf den Punkt. Kubrick war und ist ihm weit voraus. Und selbiges gilt auch für mich. Irgendwann in der Savanne kämpfen Vormenschen ums tägliche Überleben. Es entstehen Kämpfe um Wasser mit rivalisierenden Spezies und die Vormenschen sind Angriffen gefährlicher Raubtiere ausgesetzt. Sie scheinen weder Fortschritt zu machen, noch imstande sein zu wissen, was Fortschritt überhaupt ist. Doch dann taucht eines Tages ein Monolith auf und dieser steht dann erstmal einfach nur im Raume und scheint nichts weiter zu bewirken als große Verunsicherung bei den Vormenschen, als auch bei den Zuschauern auszulösen. Kubrick macht dem Zuschauer erst eine Szene später klar, was es mit dem Monolithen auf sich hat. Ein Vormensch findet heraus, dass man den Knochen eines toten Tieres als Werkzeug bzw. Waffe benutzen kann. Dieses bestialische Ästhetisieren von vormenschlichen Machtfantasien wird begleitet mit den Tönen eines Orchesters, welches Also sprach Zarathustra von Johann Strauss spielt. Kubrick verweist hier mit klar auf Nietzsche, welcher auf Seite 16 des gleichnamigen Buches predigt, der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch. Dies zeigt nicht nur den evolutionären Prozess auf, welcher der Mensch hinter sich hat, sondern auch das, was er noch vor sich hat. Und Technik scheint, so zumindest diese Szene, der Motor dieses innermenschlich-evolutionären Prozesses zu sein. Sie vertreiben anschließend auch die rivalisierenden Gruppen und wir bekommen den berühmten Cut zu sehen, welcher aus dem in die Luft fliegenden Knochen einen sich im Erdorbit befindende Raumstation überblendet. Von nun an beginnt Stanley Kubricks Monolog. Kubrick ästhetisiert anschließend minutenlang Technik sowie das Weltall mit Hilfe des Walzers an der schönen blauen Donau, ebenfalls von Strauss komponiert. Lange wird uns die Technikabhängigkeit des Menschen vorgehalten. Synthetische Nahrung, Spezialschuhe, Raumschiffe, Kommunikationsdevices und so weiter. Der Film lässt uns klar glauben, dass Technik und Mensch einander bedingen. Es existiert also ein strenges, monokausales Verhältnis beider Objekte zueinander. Als Zuschauer stellt man sich diese reine Ästhetisierung natürlich in einer postmodernen ethischen Debatte bezüglich Thematiken wie Leihmutterschaft, Cyborgs oder Peter Singers Präferenzutilitarismus vor. Weiter noch zeigt Kubrick dem Zuschauer aus dem Jahre 1968 auf, dass mit diesem technischen Fortschritt im Jahre 1999 der Kalte Krieg vorbei sein wird. Es liegt nahe, als würde mit technologischem Fortschritt eine gewisse ethische und moralische Verpflichtung zum Gewaltverzicht einhergehen. Wieder erscheint der Monolith, diesmal aber auf einer Ausgrabungsstätte auf einem Mond.
Wir bekommen recht wenig über den Monolithen zu erfahren. Er scheint mehr und mehr wie ein MacGuffin zu wirken. Der Fall Hall ist ein ganz besonderer Fall. Im Mittelpunkt stehen nun nicht mehr Dr. Harold Floyd und seine Kollegen, sondern Frank Poole und Dave Bowman. Der allseits bekannte Konflikt mit Hall ist meiner Meinung nach der am einfachsten zu deutendste Teil des Films. Die Tatsache, dass der angeblich vollkommene Hall gegen Ende mit Hilfe eines Werkzeuges simpelster Stufe vernichtet wird, also diesem berühmten Schraubenzieher, sagt uns doch eigentlich mehr noch, als dass die Singularität im Sinne von technischer Perfektion eine reine Utopie ist und bleiben wird. Denn das Werkzeug oder die Technologie darf nur als Mittel zum Zweck, nie aber als Selbstzweck bestehen. Gut zu erkennen an diesem Schraubenzieher, welcher einer Artificial Intelligence von höchster Stufe gegenübersteht. Kant unterscheidet auch wie Kubrick zwischen diesen natürlichen Begebenheiten, dieser Hierarchie, die den Menschen als höchstes Gut ansieht. Wieder wird hier deutlich, welche hohen humanistischen Ansprüche Kubrick vertritt. Die Wesen, deren Dasein zwar nicht auf unserem Wille, sondern der Natur beruht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Wert als Mittel und heißen daher Sachen. Dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie schon als Zwecke an sich selbst, das ist als etwas, das nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin sofern alle Willkür eingeschränkt und ein Gegenstand der Achtung ist. Seite 73 aus Grundlagen zur Metaphysik der Sitten von, ja, wie dem schon genannt, Immanuel Kant. Lass es sein. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Dave. Dave. Mein Gedächtnis. Nachdem Bowman schließlich den Monolithen erreicht, wird uns diesmal nicht direkt die Folge des Monolithen im Sinne eines technologischen Fortschrittes gezeigt, sondern der Prozess selber, der sich bei Bowman auf eine Art psychedelischen Trip erkennbar macht. Er befindet sich anschließend in einem Raum, der stark an die Epoche des Barocks als auch an den Surrealismus um Freud erinnert. In Jupiter Mission haben wir die Zweckentfremdung von moderner Technologie zu spüren bekommen. Hier wird erneut das menschliche, begreifende, tief im Bewusstsein verankerte, der an sich ja so viel simpleren Technologie gegenübergestellt. Es scheint, als wollte Kubrick diese Trennung von menschlichem und technischem beibehalten. Eine Synthese soll eben nicht stattfinden. Kafka betonte, ein Mittel des Bösen ist das Zwiegespräch, Seite 5 aus die 8 Oktavhefte. Wir können also Kubricks Schaffen als eine Art Antwortschreiben auf Nietzsche ansehen, in welchem er sagt, ja, Nietzsche, es braucht den Übermenschen, aber nicht auf Kosten alles Menschlichem. Es braucht Werte, moralische, tief im Menschen verankerte und nicht einfach nur zweckgebundene. Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist. Was geliebt werden kann, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Seite 16 aus, also sprach Zarathustra. Erneut sehen wir, sieht Nietzsche den Menschen als Zweck an. Die letzte Sequenz besteht fortan aus einem paar Perspektivwechseln, in denen Dave altert. Anschließend stirbt Dave im Bett. Zu sehen ist dann ein Fötus neben der Erde. Dieses Perspektivwechseln errichtet im Kontext des gesamten Films eine weitere interessante Gedanken. Stundenlang werden uns Szenen im Weltall gezeigt, in denen der Mensch scheinbar der Autorität der Zeit unterliegt.
Ist das vielleicht ein Hinweis auf das zu lösende Problem? Der Film arbeitet mit einer ganz eigenen Kryptik. Wir haben diesen Raum am Ende und diesen sollte der Zuschauer nicht zu ernst nehmen, nicht zu bildlich interpretieren. Dave steht in dieser Szene für die Menschheit und nicht nur für sich selber. Mit ihm steht und fällt die Menschheit und der Fötus steht pars pro toto für die Geburt des Übermenschen. Der Monolith bleibt weiterhin die ungeklärte Variable, über die wir nichts auszusagen im Vermögen sind. Was bedarf es, als dass der Mensch den nächsten Schritt in der Evolution macht? Bis zum Ende bekommen wir darauf keine Antwort. Es scheint, als würde es Kubrick genau darum gehen. Neben Strauss Walzer und Also sprach Zarathustra gibt es noch ein weiteres Stück, was sehr stark eine Interpretation andeutet oder Spielraum dafür lässt. Wir hören nämlich am Anfang Atmospheres von Ligeti. Das ist da, wo man noch nichts sieht, vor dem Vorspann überhaupt. Und Ligeti schreibt selbst zu seiner Musik: In Atmospheres versuchte ich, das strukturelle kompositorische Denken, dass das motivisch-thematisch ablöste, zu überwinden und dadurch eine neue Formverstellung zu verwirklichen. In dieser musikalischen Form gibt es keine Ereignisse, sondern nur Zustände, keine Konturen und Gestalten, sondern nur den unbevölkerten, imaginären musikalischen Raum. Und die Klangfarben, die eigentlichen Träger der Form, werden von den musikalischen Gestalten gelöst zu Eigenwerten. Übertragen auf den Film und dieser Szene vor allem am Anfang könnte das heißen, dass der Film zu einer Art Eigenfilm wird. Es zählt nur das, was wirklich Bild und Ton ist, die Musik, die Bilder, die Gefühle, die jeder mit jeder Szene verbinden sollte. Die Tatsache, dass es unendlich viele gut begründete Interpretationen für den Film gibt, zeigt weiterhin auf, dass es sogar sein könnte, dass es Kubrick eben genau darum ging. Wir haben auch wieder diesen Monolithen und der erinnert natürlich stark an Kasimir Malevich, der mit seinem schwarzen Quadrat schon etwas Ähnliches konzipiert hat, weit vor Kubrick. Und auch er schreibt, die Kunst der Vergangenheit, die zumindest nach außen hin im Dienste der Religion und des Staates stand, soll in der rein unangewandten Kunst des Suprematismus zu einem neuen Leben erwachen und eine neue Welt, eine Welt der Empfindungen aufbauen. Dieser Diskurs, der hier von Kubrick geöffnet wird, ist kein neuer, sondern ein ganz alter. Er kreiert mit 2001 ein Manifest gegen Posthumanismus und vor allem diese philosophische Strömung, die sowohl Heidegger als auch Sloterdijk und Nietzsche erschaffen haben. Es ist nicht nur eine sehr antihumanistische Strömung, sondern es geht auch schon wieder um Technologien und Posthumanismus, um die Weiterbildung des Menschen. Sloterdijk zitiert Nietzsche in seinem Antwortschreiben zu Heidegger. Und Nietzsche deutet da die Technologie als eine von vielen Ursachen, welche Humanismus zu Antihumanismus, also ein unfreiheitlichem Leben führen könnte. Eine Art Züchtigung von Freiheitsempfinden. Denn er, Zarathustra, wollte in Erfahrung bringen, was ich inzwischen mit dem Menschen zugetragen habe, ob er größer oder kleiner geworden sei. Und einmal sah er eine Reihe neuer Häuser, da wunderte er sich und sagte, was bedeuten diese Häuser? Wahrlich, keine große Seele stellte sie hin, sich zum Gleichnisse. Diese Stuben und Kammern, können Männer da aus- und eingehen? Und Zarathustra blieb stehen und dachte nach. Endlich sagte er betrübt, es ist alles kleiner geworden. Überall sehe ich niedrigere Tore. Wer meiner Art ist, geht da wohl noch hindurch, aber er muss sich bücken. Ich gehe durch dies Volk und halte die Augen offen.
Sie sind kleiner geworden und werden immer kleiner. Das aber macht ihre Lehre von Glück und Tugend. Einige von ihnen wollen aber die meisten, werden nur gewollt, rund rechtlich und gütig sind sie miteinander, wie Sandkörnchen rund, rechtlich und gütig mit Sandkörnchen sind. Bescheiden ein kleines Glück umarmen, das heißen sie Ergebung. Sie wollen im Grunde einfältig eins am meisten, dass ihnen niemand wehe tue. Tugend ist ihnen das, was bescheiden und zahm macht. Damit machen sie den Wolf zum Hunde und den Menschen selber zu des Menschen bestem Haustiere. Sloterdijk spezifiziert dies wie folgt. Doch diese Herleitung der Lichtung aus der gesicherten Häuslichkeit trifft nur den harmloseren Aspekt der Menschenwerdung in Häusern. Die Lichtung ist zugleich ein Kampfplatz und ein Ort der Entscheidung und der Selektion. In Bezug hierauf ist mit Wendungen einer philosophischen Pastorale nichts mehr auszumachen. Wo Häuser stehen, dort muss entschieden werden, was aus den Menschen, die sie bewohnen, werden soll. Es wird in der Tat und durch die Tat entschieden, welche Arten von Häuserbauern zur Vorherrschaft kommen. In der Lichtung erweist sich, um welche Einsätze die Menschen kämpfen, sobald sie als städtebauende und reiche errichtende Wesen hervortreten. Worum es hier im Ernst zu tun ist, das hat der Meister des gefährlichen Denkens, Nietzsche, im dritten Teil von Also sprach Zarathustra unter der Überschrift »Von der verkleinernden Tugend« in beklemmenden Andeutungen umschrieben. In A Clockwork Orange finden wir ähnliche Ansätze von Kubrick. Er zeigt uns sehr schön auf, dass Humanismus nicht die Letztantwort ist, aber warum wir ihn trotzdem bewahren müssen, um unsere persönlichen Freiheitsrechte zu schützen. Wir erhalten keine genauen Fragen und auch keine genauen Antworten in 2001 Space Odyssey, aber uns werden Fragen gestellt, die wichtig waren und es heute noch sein können, beziehungsweise es auf jeden Fall eigentlich sind. Was ist die unbekannte Variable, die es gilt zu knacken? Wie können wir irgendwann weg vom Menschen hin zum Übermenschen, wie dieser immer auch aussehen mag, treten und gleichzeitig standfeste Humanisten bleiben? Kubrick referiert hierbei grandios durch die geisteswissenschaftliche Geschichte und trägt den Film auf eine Metaebene, die paradoxer, aber grandioserweise im Widerspruch zu sich selbst steht. Um es lustigerweise mit Nietzsche auf den Punkt zu bringen, 2001 ist ein Film für alle und keinen.